Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei Feldern, bei Arrays. Und wir haben das letzte Mal ja was programmiert, unseren Rechner. Und da haben wir gesehen, okay, wenn wir da durchlaufen wollen, durch ein Array, können wir diese .length, die Länge des Arrays, abfragen und sind damit unabhängig. Das funktioniert an und für sich ganz gut, aber es gibt in C-Sharp auch noch eine weitere Schleife, da müssen wir auch uns um die Indizes nicht kümmern. Ja, die schauen wir uns heute an, die For-Each-Schleife. Ja, also wir nehmen an, wir haben ein Array definiert für irgendeinen Typ. Ja, also wir haben hier einen Typ. Es ist ein Array. Ja, ja, und da nehme ich, das nenne ich, die nenne ich Feldvariable. Ja, Feld. Variable. Und das ist new type C. Ja, oder nehmen wir N. Ja, nehmen wir N. Bleiben wir allgemein. Bleiben wir allgemein. So, jetzt habe ich die Variable definiert. Und jetzt möchte ich für jede dieser Variablen, dieser Feldvariable 0, Feldvariable 1 und so weiter, für jede davon möchte ich jetzt irgendeine bestimmte Tätigkeit ausführen. Das letzte Mal haben wir gemacht, gell, for i gleich 0, i kleiner, Feldvariable.length, i plus plus. Ja, und dann haben wir immer Feldvariable, eckige Klammer auf, i, eckige Klammer zugegriffen. Ja, wie können wir das machen? Es gibt doch die For-Each-Schleife. Ich kann hier schreiben For-Each, also für jedes heißt das. Gell? Das heißt für jedes Element da drinnen. Und jetzt mache ich mal eine Klammer auf. Ja, und jetzt definiere ich eine temporäre Variable. Okay, also ich definiere eine temporäre Variable, die vom gleichen Typ ist natürlich, type. Ja. Und die nenne ich der Variable. Die ist vom gleichen Typ. Vom gleichen Typ. Ja. Das ist wichtig. Und dann schreibe ich noch in. Und den Variablen, das Feld, was ich verwenden möchte. Ja, also Feld, Variable. Zack. Das ist der Kopf der Schleife. Das ist der Kopf der Schleife. Da machen wir noch geschwungene Klammer auf, geschwungene Klammer zu. Ja, und dazwischen können wir was programmieren. Und jetzt muss ich nicht auf Feld, Variable, eckige Klammer oder so zugreifen, sondern kann sagen, zum Beispiel Variable ist gleich irgendwas. Ja. Bonk, bonk, bonk. Ja. Und so weiter. Ich werde also mit dieser temporären Variable arbeiten und die ersetzt mir bei jedem Schleifendurchlauf zuerst das Feldvariable 0, dann Feldvariable 1, 2, 3 bis n-1. Ja, da steht immer praktisch dieses Element des Feldes drinnen, dieses Element des Arrays drinnen, was ich gerade bearbeiten möchte. Ja, for each. So schreibt man das. Vorteil von for each ist, dass ich immer mit der gleichen Variable arbeite und nicht irgendwelche eckigen Klammern, macht es ein bisschen übersichtlicher vielleicht. Ja. Ob man es wirklich braucht oder nicht, sei mal sehr eine philosophische Diskussion. Ja. Geben tut es auf alle Fälle. Ja. Die for each Schleife, die ich für jedes Feld anwenden kann. Und jetzt schauen wir sie an im Beispiel, wenn wir unsere Vorschleife mit einer for each Schleife substituieren. Ja? Also ersetzen. Substituieren heißt ersetzen. Ja, das schauen wir uns jetzt an einem Beispiel. Programmieren wir das schnell, aber sagen wir es. Ja? Für dieses Mal
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.